mit Photoshop Mix, dieser Minimalvariante für das iPad, kannst du ganz einfach Fotomontagen erstellen. In diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du dein Selfie in ein Gruppenbild hineinmontieren kannst. In diesem Fall wähle ich ein Politikerbild von der G20-Veranstaltung von 2017. Das Bild ist einigermaßen hochauflösend. Ich speichere es auf das iPad und wechsle rüber zu Photoshop Mix, das schon offen ist. Du siehst, ich habe auch schon Bilder gemacht hier drin. Über das Plus auf der linken Seite erstelle ich ein neues Bild. Die Grundlage soll ein Bild darstellen. Ich wähle also Bild und hier auf meinem iPad gehe ich zu den Aufnahmen und wähle dieses Politikerbild. Du siehst nun auf der rechten Seite, hast du die sogenannten Ebenen. Zu unterst ist jetzt also dieses Politikerbild, darüber hat es ein Plus. Ich füge eine neue Ebene ein, damit ich also mein Selfie da reinmontieren kann. Und diesmal bediene ich mich nicht von meinen Fotos, sondern aktiviere die Kamera, wähle die Selfie-Kamera und mache ein Bild von mir. Dieses Foto benutze ich. Ich werde gefragt, ob die Leinwandgröße verändert werden soll, weil mein Bild hier ein anderes Format und vor allem eine andere Größe hat. Ich wähle hier Abbrechen, mache nun dieses Bild so klein wie möglich und setze es mal in die Nähe des Politikers, den ich ersetzen möchte. Und wenn ich erneut in den Hintergrund tippe, so wird der Hintergrund ausgewählt. Wenn ich erneut darauf tippe, so ist nichts ausgewählt. Und jetzt kann ich mit einer Fingerspreizbewegung viel näher ranfahren. Und jetzt wähle ich wieder mein Bild aus. Du siehst es am Rahmen, der jetzt aktiviert ist. Ich tippe hier unten auf das Ausschneiden-Werkzeug. Und wenn ich jetzt da schon mal auf Auto tippe, so wie siehst du, funktioniert das eigentlich wunderbar. Ich werde sofort erkannt mit Pullover. In diesem Fall möchte ich jetzt aber natürlich nur die Gesichtszüge, die Frisur und der Oberkörper, der soll ja vom Politiker dann stammen. Mittlerweile ist es zum Werkzeug einfach gewechselt. Hier links drüben kann ich jetzt Dinge hinzufügen, die gelöscht wurden, oder mit dem Minuspinsel kann ich Dinge wieder entfernen. Du siehst, der Pinsel ist relativ groß und weich. Die Größe kannst du hier, indem du das hältst und dann mit einer Auf- oder Runterbewegung kannst du die Größe ändern. Hier muss ich jetzt also alles großzügig wegradieren vom Pullover. Dann auch die Frisur, die brauche ich nicht, ebenso wenig meinen Kopfhörer. Auf dieser Seite ebenso. Mal schauen, wie es nun ausschaut. Ein Teil vom Kinn noch. Gar nicht so schlecht. Ein bisschen mehr noch, da dass die Schatten nicht drin ist. Und auf dieser Seite noch die Frisur. Ich denke, jetzt ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Es wäre jetzt ein bisschen schöner, wenn es gespiegelt wäre. Die Seiten meines Gesichts sind ein bisschen unsymmetrisch. Ich muss jetzt aber zuerst einmal unten rechts bestätigen, damit jetzt diese freigestellten Bereiche auch tatsächlich angewandt werden. Ich tippe erneut in dieses Bild, damit dieser Rahmen wieder wegfällt und kann nun nochmals ein bisschen näher ranzoomen. Wenn ich jetzt auf das Ebenensymbol tippe und erneut so kommt dieses Kontextmenü und mit Spiegeln kann ich nun mein Gesicht horizontal spiegeln,
wenn ich zwei Finger drehe, so kann ich die Lage noch etwas ändern und jetzt sieht es doch schon recht gut aus. Vielleicht bin ich jetzt noch etwas zu gelb, wenn ich erneut meine Ebene auswähle und bei Anpassen kann ich jetzt da die Temperatur noch etwas ändern, also noch etwas kälter einstellen und jetzt sieht es schon recht hübsch aus. Um dieses Bild jetzt zum Beispiel zu veröffentlichen oder weiter zu schicken, wähle ich wie immer das Teilen-Symbol. In diesem Fall wähle ich Filmrolle und bereits ist es in meinen Fotos drin.